Die Musik ist sehr charakterisierend. Sie zeigt die genauen Stimmungen auf der Bühne. Sie zeigt sehr das Innenleben der verschiedenen Personen auf der Bühne. Fröhlichkeit, Heiterkeit, Naivität, Mysteriöses, Dunkelheit und Bedrohung. Also das hört man sehr, sehr genau in der Musik. Die Herausforderung dieser Rolle ist erstens in dieser Inszenierung, die wir hier machen, dass wir keine Pause haben. Ich bin komplett das ganze Stück durch auf der Bühne. Ich kann nicht mal einen Schluck Wasser trinken. Das ist von der Kondition und von der Konzentration eine Herausforderung. Auch schauspielerisch durchlebt ja diese Frau eine Verwandlung von einer sehr jungen, unsicher, nette Frau zu einem Monster fast. Ja, das ist Herausforderung auf unterschiedlichen Ebenen. Klaus Guth hat diese Inszenierung wie ein Psychodrama aufgebaut, also wie ein Thriller. Und also wir wissen als Publikum, dass eine sehr nette, etwas unsichere Gouvernanten auf das Landgut Bly reist. Und sie hat Liebe und gute Absichten. Aber diese Verwandlung wird ganz, ganz gruselig. Also sie entwickelt sich zu etwas fürchterlich Boshaften. Also man sollte diese Produktion auf jeden Fall nicht verpassen, weil das eine sehr, sehr spannende Sache ist. Also wenn man Hitchcock oder Stephen King mag, es ist ein bisschen Shining auf der Opernbühne. Es ist tolle Musik und tolle, gruselige Bilder.